Was ab, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 4 Video auf meinem Kanal, Freunde. In dem heutigen Video geht es um die Frage, ja, wie schnell levelt man eigentlich im Schwarzmarkt? Das heißt, wie schnell kommt man auf die Stufe 200, um wirklich alle Items, alle Sticker, alle Outfits und alle Waffenvarianten zu bekommen? Bleibt deswegen auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn dort wird dann die spannende Frage gelüftet, wie lange es denn insgesamt dauert und wie viele Spiele man dafür insgesamt spielen muss. Vorab würde ich mich schon mal über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, denn es kommen hier auf jeden Fall aktiv viele, viele Videos. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert auch noch die Glocke. Und ich würde sagen, wir vergeuden nicht länger die Zeit, sondern gehen direkt mal rein in die Rechnungen, die ich hier so vollbracht habe, um zu schauen, wie lange es denn nun jetzt genau dauert. Ich habe das Ganze mal so getestet, und zwar habe ich geschaut, wie viele Spiele ich denn genau brauche, um eine Stufe im Schwarzmarkt aufzusteigen. Ihr seht ja schon, ich bin noch nicht wirklich weit, weil ich in letzter Zeit kaum Zeit hatte, wirklich zu zocken. Das Ganze habe ich dann im Herrschaftsmodus ausgetestet, weil, denke ich mal, der beliebteste Modus ist und die meisten von euch auch immer Herrschaft spielen werden. Habe ich mir auf jeden Fall gedacht, teste ich das Ganze auch im Herrschaftsmodus aus. Und um eine Stufe zu erreichen, habe ich ungefähr 5 Herrschaftsspiele gebraucht. Rechnet man jetzt pro Herrschaftsspiel ungefähr 10 bis 12 Minuten, kommt man auf ungefähr 56 Minuten, um eine Stufe im Schwarzmarkt aufzusteigen. Und Freunde, ihr müsst unbedingt dabei bedenken, das ist die reine Spielzeit, die ihr im Spiel in der Lobby verbringt. Das heißt, solche Sachen wie Klasseneditor oder einfach in der Lobby chillen, Spiel suchen und so wird gar nicht mit eingerechnet, sondern nur die reine Spielzeit. Ich bin dann übrigens nochmal eine Stufe aufgestiegen, um zu schauen, ob sich da irgendwas verändert, aber es war wieder genau das gleiche. Ungefähr 5 Herrschaftsspiele habe ich gebraucht, um eine weitere Stufe aufzusteigen. Und dabei war es auch wirklich vollkommen egal, wie viele Kills ich gemacht habe. Ob die Runde gut war für mich, ob die Runde schlecht war für mich, es waren immer ungefähr 5 Spiele. Das heißt, man kann eigentlich so sagen, dass es wirklich nur auf die reine Spielzeit ankommt. Egal, wie viele Kills ihr macht, wie gut es läuft, ob ihr das Spiel gewinnt und so weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass es im Blackout-Modus ähnlich sein wird. Das heißt, wenn ihr dort auch eine reine Stunde Spielzeit habt, dass ihr dann auch eine Stufe aufsteigt. Das habe ich aber jetzt leider wirklich selbst nicht getestet. Das ist jetzt einfach nur so eine Vermutung von mir, weil ich denke nicht, dass sie da so einen großen Unterschied machen würden. Und der Rest, Freunde, ist jetzt eigentlich nur noch pure, leichte Mathematik. Das kann jeder ausrechnen. Es gibt 200 Stufen, Freunde. Und wenn man jetzt diese 5 Spiele, um aufzusteigen, wirklich 200 Mal machen muss, dann sind das einfach 1000 Herrschaftsspiele und somit 11.200 reine Spielminuten, um von Stufe 1 auf Stufe 200 zu leveln. Das kann man jetzt natürlich ganz easy in Stunden umrechnen. Da kommen wir auf 186 Stunden, um auf Stufe 200 zu kommen. Reine Spielzeit, das ist das Krasse. Reine Spielzeit in der Lobby, im Modus. Und ihr müsst auch noch bedenken, dass wir ab jetzt wirklich nur noch 44 Tage Zeit haben, um das zu schaffen. Leute, was hat sich Treyarch dabei gedacht? Das ist absolut crazy. Wer soll das wirklich hinbekommen? Da müsste man wirklich schon nonstop den ganzen Tag spielen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welcher Stufe ihr seid und ob ihr denkt, ob ihr das Ganze hier schaffen könnt. Also ich schaffe es auf keinen Fall. Ihr seht ja, ich bin auf Stufe 4 momentan. Gott sei Dank hat Treyarch angekündigt, dass es bald irgendwelche Speedboosts für den Schwarzmarkt geben wird, dass man irgendwelche Aufträge machen kann, mit denen man dann schneller leveln kann, weil Leute, wer soll das schaffen? Gerade die geilen Waffenvarianten sind eher hinten in der Liste, also da muss man schon sehr, sehr viel spielen, um die freizuschalten. Ja, Freunde, das wäre es dann auch schon wieder gewesen von dem heutigen Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was für Erfahrungen ihr mit dem Schwarzmarkt gemacht habt, welche Stufe ihr seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so geschafft habt bis jetzt. Ich hoffe natürlich, dass bald ein Update rauskommt, dass das Ganze noch ein bisschen schneller geht, weil Freunde, sonst kann ich das niemals schaffen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr das heute interessant fandet, wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt. Ich denke mal, ich bringe in nächster Zeit auch mal wieder ein Lackierungstutorial raus. Deswegen seid auf der Hut, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part.